Die letzte Woche war ein wenig knapp, ja. Natürlich war es zum einen die Aufregung, aber auch, weil noch viele Dinge organisiert werden mussten, sei es die Technik oder auch der Druck der Plakate, der Teilnehmerlisten und dergleichen. Ja, wie war mein erstes Tweetcamp? In erster Linie mit Sicherheit anstrengend. Also ich habe immer noch das Gefühl, den fehlenden Schlaf am Wochenende noch nicht ganz nachgeholt zu haben. Aber jetzt mit der Nachlese, die ich so langsam aufgeholt habe, durchaus positiv. Also nahezu nur positives Feedback bekommen. Und was mir besonders wichtig ist, die Teilnehmer waren sehr zufrieden. Also sowohl von der Berichterstattung her, die jetzt immer noch online stattfindet, als auch während des Camps wurde sehr viel getwittert, Sessions angekündigt, auch im Nachhinein noch für gut bewertet. Das finde ich schon klasse. Also ich denke, es war sehr erfolgreich. Also ich bin ja selbst total begeistert von diesem Konzept der Unkonferenz, von den Barcamps. Also seitdem ich das erste Mal bei Barcamp Ruhr war, was der Stefan Ewerts veranstaltet, regelmäßig veranstaltet, ja, wurde ich da schon fast zum Dauercamper, muss man sagen, vor wenigen Jahren und habe dann einfach mal recherchiert, welche Camps es denn sonst noch gibt. Und dann bin ich halt auf das Tweetcamp in London gestoßen und war erstmal stutzig, warum gibt es noch keins in Deutschland? Das kann doch eigentlich nicht sein, weil Twitter ist inzwischen so vielseitig, deckt nahezu jede Branche ab, sei es Musik, Kultur, nicht nur halt diese klassische Medienbranche. Und da habe ich mir gedacht, mein Gott, das muss Deutschland auch haben. Und habe dann gedacht, komm, das stemmst du jetzt auch mal, stellst du auf die Beine. Gerade beim ersten Mal ist es schwer, halt die notwendige Reichweite zu bekommen. Man muss halt erstmal die Community aufbauen und die richtigen Personen finden, die sich dafür begeistern und das Camp halt weitertragen. Das ist schon recht, ja, ich kann es jetzt nicht in Stunden beziffern, aber man muss da schon am Ball bleiben und regelmäßig mit Neuigkeiten an das Publikum herantreten, damit das auch Anklang findet. Keine Frage. Von morgens 8 bis abends 8 noch gerödelt, aufgebaut, Plakate aufgehangen, die Sessionpläne vorbereitet und dergleichen. Also es ist schon, gerade wenn es kurz darauf zugeht, hat man wirklich noch einiges zu tun und zu organisieren. Und Kleinigkeiten, an die man einfach denken muss. Und da habe ich mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle gepatzt, wie die Teilnehmer mir auch zum Glück gesagt haben. Und das fand ich ja genau das Spannende an Twitter. Die klassischen Offliner, sage ich mal, ihr mit eurem Online-Gedöns, mit euren Social Networks, ihr lebt ja nur noch vom Computer. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen ich seit Twitter persönlich kennengelernt habe. Ich folge so circa 1000 Leute und mehr als die Hälfte kenne ich inzwischen persönlich. Und gerade so ein Tweetcamp ist dann auch eine der idealen Plattformen, die inzwischen geboten werden, um auch mal auf die Leute zuzugehen und sich endlich auch kennenzulernen, was auch wirklich vielen gefallen hat. Ja, jetzt sind wir auch bei dem Thema nächstes Mal. Wird es ein Tweetcamp 2 geben, 2014? Also ich bin im Moment noch sehr euphorisch, weil ich lese wirklich nur Positives darüber. Lust hätte ich schon. Ich weiß nicht, was nächstes Jahr ist. Ob es noch so eine Location wie der Startplatz gibt, ob der Startplatz die Räume für Camps noch zur Verfügung stellen wird. Keine Ahnung. Aber wenn ich noch mal ähnliche Bedingungen haben sollte, nächstes Jahr könnte ich mir das durchaus vorstellen. Also grundsätzlich finde ich, ist das Tweetcamp hier in Köln schon sehr gut angesiedelt, weil Köln ist ja auch eine Medienstadt, keine Frage. Nichtsdestotrotz ist Berlin natürlich die Twitter-Hauptstadt in Deutschland betrachtet. Aber ich finde gerade, Berlin hat wirklich schon viele Events und gerade um auch vielleicht Twitter zu stärken in Köln, im Ruhrgebiet, in NRW, bringt das Tweetcamp das vielleicht auch noch weiter. Also auch das Interesse an dem Medium. Also grundsätzlich würde ich es wieder in Köln machen wollen, ja.